Hi, ich bin Ben und das ist Was geht ab mit den Happy News am Donnerstag. Google arbeitet derzeit an einem Armband, das Krebs frühzeitig erkennen soll. Dadurch könnte Betroffenen viel schneller geholfen werden, sodass sie keine langwierige Therapie mehr brauchen und bessere Heilungschancen haben. Um dieses Ziel zu erreichen, hat Google ein eigenes Life Science Team zusammengestellt, das unter der Leitung des Forschers Andrew Conrad an dieser neuen Erfindung arbeitet. Für den Patienten soll Googles Gesundheitscheck möglichst einfach sein. Man schluckt eine Pille mit Nanoteilchen, die mit Antikörpern oder Molekülen ausgestattet sind, die sich dann wiederum an Krebszellen anheften können. Außerdem trägt man am Handgelenk ein Armband, das die gesammelten Infos dann auswertet. Die Nanoteilchen fließen dann durch den Körper und weil der Kern dieser Partikel magnetisch ist, kann man sie zu einem bestimmten Körperteil leiten und auch auslesen. Irgendwie scary. Dafür bietet sich dann das Handgelenk an, da hier die Venen gleich unter der Hautoberfläche sind. Hier könnte man die Teilchen durch das Armband stoppen und fragen, was sie im Blut so aufgespürt haben. Noch steht Google mit der Entwicklung des Gesundheitscheck-Armbands ganz am Anfang, aber wenn die Technik funktioniert, dann könnte sie irgendwann auch dabei helfen, zum Beispiel vor Herzinfarkten zu warnen. Also eine ganz nützliche Erfindung, auf der anderen Seite aber auch ganz schön gruselig, oder? Google hat einen doch jetzt schon irgendwie in der Hand und dann ist es tatsächlich auch in der Hand. Ja, die Blätter fallen von den Bäumen, es ist Herbst, es wird wieder kalt und seit dem 1. November sind auch die Notübernachtungen für Obdachlose in Berlin wieder geöffnet. Außerdem wird dieses Jahr das 20-jährige Jubiläum der Kältebusse gefeiert. Schon seit 1994 fährt von November bis März der blaue Bus jede Nacht durch Berlin und rettet Menschen vor dem Erfrieren. Wer hilfebedürftige Menschen auf der Straße sieht, kann den Bus auch anrufen, damit er vorbeikommt. Die Obdachlosen werden zu Notunterkünften mit freien Plätzen gefahren, wo sie dann die Nacht über verbringen können. Wer keine Notübernachtungsmöglichkeiten nutzen will, der bekommt von den Mitarbeitern des Kältebusses etwas Warmes zu essen oder zu trinken und die freiwilligen Helfer haben auch immer ein offenes Ohr und ein paar warme Worte für alle Hilfebedürftigen. Eine sehr coole und sehr wichtige Sache, wie ich finde, und deswegen sage ich euch die Nummer jetzt hier auch nochmal. Ihr könnt sie euch aufschreiben, in euer Telefon vielleicht auch einspeichern. Und wenn ihr nachts in Berlin unterwegs seid und warm eingepackt seid und jemanden da rumliegen seht und es birnmäßig kalt ist, dann ruft die 0178 523 5838 an. Die Nummer packe ich auch unten in die Videobeschreibung, kann man sich echt einspeichern und damit Leuten helfen. Zur Not auch immer die Polizei einfach anrufen. Und wir bleiben bei Winter und Kälte und der Grippesaison. Jetzt gibt es nämlich eine neue Erfindung für alle, die Angst vor Erkältung haben, und zwar eine ganz spezielle Jacke. Diese hält nicht einfach nur warm, sondern hat extra Features, um die Grippeviren abzuwehren. Die Jacke verfügt nämlich über sehr lange Ärmel, damit man in der Bahn die Stangen zum Festhalten nicht direkt anfassen muss, sondern quasi so rüberstülpt. Krankheitskeime werden ja meist über Berührungen übertragen und gerade in der Bahn befinden sich so viele Menschen auf engem Raum, dass es leicht zu einer Infektion kommen kann. Die Ärmel können dann außerdem einzeln abgetrennt werden, um sie auch zu waschen und somit zu desinfizieren wieder. Boah, nach jedem Tag am besten. Die Jacke hat außerdem einen extra hohen Kragen, der über den Mund gezogen werden kann. So kann man seine Keime schön bei sich behalten, falls man zum Beispiel selbst mal niesen muss. Oder andere Leute die ganze Zeit niesen. Eine weitere Besonderheit ist der Stoff, aus dem die Jacke gemacht ist. Der ist nämlich aus antimikrobiellem Material, das helfen soll, die Keime unschädlich zu machen. Crazy. Die Jacke wurde von einer Beratungsfirma namens Gravity Tank in Chicago in den USA entwickelt und soll ab Januar erhältlich sein für $223. Da kann man mit der Angst der Menschen noch richtig was verdienen. Alternativ einfach immer so einen Atemschutz tragen, wie man es in Japan oder sonstigen asiatischen Ländern macht. Ja. Das soll vielleicht auch helfen oder einfach nicht Bus fahren. Was ist die wichtigste Währung des Planeten? Natürlich Bier! Und jetzt gibt es eine neue Plattform, die so ähnlich wie eBay Kleinanzeigen funktioniert, nur dass hier nicht mit Geld bezahlt wird, sondern eben mit Bier. Auf der Website fürbier.de kann man nämlich so ziemlich alles gegen Bier tauschen. Das Einzige, was man dafür tun muss, ist ein Foto des Gegenstandes, den man loswerden will, auf die Seite zu posten und dazu zu schreiben, wie viel Bier man gerne dafür hätte. Über eine Nachrichtenfunktion können sich Anbieter und Bierlieferant dann für eine Übergabe verabreden und damit man dafür nicht kilometerweit fahren muss, kann man den Radius der Angebote natürlich auch beschränken. Das Ganze eignet sich natürlich perfekt für Umzüge,
Regel, wenn man alte Möbelstücke sowieso loswerden möchte, dann bekommt man gleich Bier dafür und kann das Bier weiterreichen an seine Umzugshelfer. Natürlich jetzt mit Alkohol und so weiter, ob das so cool ist, ist die Frage, aber wie wäre es denn mit für Döner.de? Das wäre nochmal eine gute Alternative. Ja, schön hier, ich biete alte PlayStation 3 und will dafür 100 Döner. 200, 100 Döner, nein, 100 Döner reicht dir. Direkt nach Hause geliefert, das wäre mal cool. Ich finde ja dieses ganze Sharing-Prinzip und so weiter sehr cool, dass es nicht immer um Geld gehen muss, sondern man auch quasi mit Waren einfach tauschen kann. Was würdet ihr denn zum Beispiel tauschen jetzt anstatt Bier oder anstatt Döner? Postet es unten in die Kommentare. Das waren die Happy News für heute. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn dem so ist, Daumen hoch und teilt das Video mit euren Freunden. Hier unten ist der Abonnieren-Knopf. Raufklicken und keine News mehr verpassen. Und hier an der Seite seht ihr noch mehr News. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Unten in der Videobeschreibung gibt es auch noch mehr Links, unter anderem zu Facebook, Instagram und auch zu meinem Kanal. Tschüss!